Badbox 28 zu einem Tutorial oder zu meinen Render-Settings in Sony Vegas. Oder ich zeige euch, wie ich die eingestellt habe. Das ganze Zeug liegt jetzt mal wieder hier im Weg natürlich. Also zuerst müssen wir natürlich. Oder ich beende nochmal schnell das Programm. Wir starten das ganze Programm mal. Dass wir auch sehen, dass ich hier keine Scheiße baue, so wie immer. So wie sch eigentlich lädt es schneller, aber weil ich am Aufnehmen bin jetzt gerade. So, jetzt haben wir die Scheiße gestartet. Und dann gehen wir hier oben auf das Zeichen. Dann habe ich mein Zeug eingestellt. Aber ihr eigentlich könntet ihr auch Internet der Dings nehmen. Aber ich habe jetzt selbst eingestellt. 1080 und so. Ihr könnt das alles übernehmen hier. Dann auf OK. Und nachher nehmt ihr einfach mal so ein Video hier. Ja. Ich habe jetzt das gemacht, dass man das einzeln so bewegen kann. Und jetzt will ich schnell hier einen Ausschnitt, dass das nicht so lange geht zum Zeigen. Dann könnt ihr auf Rendern. Und nachher habe ich hier YouTube irgendetwas gemacht. Aber ihr könnt auch hier Standard Internet, HD 1080p nehmen. Also sie sind Multi-Capture, AV, Klammer und so. Das ist das 1, 2, 3, 4, 5, das sechste. Und dann steht Internet HD 1080p. Habe ich jetzt für mich selbst umgenannt. Wie es heißt. Sonst könnt ihr hier nochmal auswählen. Und dann könnt ihr das also lassen, wie es hier eingestellt ist. Dann auf OK. Ihr habt es jetzt noch umgenannt, dass ich weiß, was es ist. Nachher. Es ist nachher so. Jetzt geht es natürlich eine Zeit, weil ich am Aufnehmen bin jetzt gleichzeitig. Es ist sozusagen, man hat keinen Qualitätsverlust zum Originalvideo. Was das angeht. Gegensatz, wenn man es eingestellt hat. Über andere Sachen zu rendern von Einstellungen ist es so gewesen bei mir, dass das Bild entweder verpixelt war nachher oder einfach nicht verpixelt, einfach verzogen war oder nicht so wie oder einfach verzogen oder man hat. Das war nicht scharf genug und hier bei den Internet-Einstellungen ist es sch so Standard geblieben, wie ich es aufgenommen habe. Und nicht zu hell und nicht zu dunkel. Genauso wie es war von den Einstellungen von Delgado. Jetzt müssen wir jetzt zwar hier ein bisschen warten, bis das gerendert ist. Und jo, wir sehen uns gleich wieder. So, jetzt bin ich wieder zurück. So, jetzt hat das fertig gerendert. Jetzt muss es noch die Datei schnell fertigstellen. Und ja, dann sehen wir nachher den. Das Originalvideo kann ich jetzt nicht nebeneinander machen. Aber jo, müssen immer noch schnell warten, bis die Datei fertig ist. Die 600. Muss nachher schnell schauen, wie groß. Aber ich habe jetzt nur so einen kleinen Ausschnitt gerendert. Zum Testen und zeigen, dass kein Qualitätsverlust ist. Nur ich frage mich gerade, wie lange das. Der zum die Datei fertigstellen. Es geht ab und zu eine kleine Zeit.
Lo, 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 lo. Eine kleine Zeit sollte das gehen. Immer wenn man etwas zeigen will, dann geht's so lang. Jetzt ist er fertig. Gehen wir mal auf Schließen und machen wir das mal kleiner. So. Die Datei hat 25 Megabyte. Und so wie man sieht, ist es scharf und man hat keinen Qualitätsverlust mit diesen Einstellungen. Und die Settings und alles ist original noch, wenn man mit diesen Settings das aufgenommen hat. Und jetzt gerendert hat, sonst mit anderen Settings, einmal bei mir war es so, dass das zu hell war oder nachher wieder verzogen oder ein bisschen verpixelt. Und da ist es jetzt so, wie ich es aufgenommen habe, die Qualität, weil ich Internet 1080p genommen habe. Und ich glaube, das sind auch so, statt Internet ist, sind das YouTube-Optionen. Und das funktioniert und. Ja, wir haben unsere 30 Frames, oder? Ja, 30 haben wir. Und alles, was wir brauchen. Und die Qualität ist so gut. Finde ich jedenfalls. Ihr könnt sie ja auch mal ausprobieren. Und schreibt es in die Kommentare, wie ihr die Settings findet. Aber ich habe ja. Als kleinen Hinweis: Ich habe ja. Tue ja Dings. Bulletstorm oder wie das auch heißt, Let's Playen. Und dort war es so, als ich mit anderen Settings probiert habe zu rendern, als Test mal so, war es so, dass ich mit Internet-Dings, Render-Optionen, das Problem nicht hatte, dass das so ein bisschen verpixelt war, Gegensatz zu den Render-Optionen, wo man sonst auswählen kann. Ich zeige euch nochmal schnell hier, wie das eingestellt ist. P hoch und alles. Das kann man eigentlich auch automatisch einstellen. Ist ja egal. Und das war es jetzt von meiner Seite. Und das wären jetzt hier die Internet 1080p Render-Optionen, aber ich habe jetzt meine selbst genannt. Hier und ja, und dann könnt ihr das so rendern und könnt sie auch ausprobieren mal und schreibt es in die Kommentare, wie ihr es fandet und ausprobieren, dann Kommentar schreiben und sagen, ob es okay war. Und ja, das war Robobox 28 und ich wünsche euch noch viel Spaß beim Zocken, beim Rindern und beim Haare färben. Euer Schwester oder euer Bruder oder Haare schneiden kommt drauf an. Der Spruch ist eigentlich eh sau alt, ist ja egal. Und mit dem sage ich, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis denne, bye bye.